Ja, Andrina, du hast mit Underskin gerade den zweiten Tag am Rock the Ring eröffnet. Wie war es? Sehr, sehr geil. Wir sind auch unglaublich froh, dass wir eröffnen, muss ich sagen. Zuerst macht einem das ein bisschen Angst, aber es war super. Vor allem die Leute sind durchgelaufen, sind ein bisschen geblieben, hat unglaublich Spass gemacht. Was macht denn eigentlich so das Rock the Ring aus? Also, dieses Jahr geht da mal das Line-Up. Habt ihr das mal angeschaut? Das ist ja abnormal. Der Flapper. Ich habe einen riesen Stress, das ganze Festival durch, weil ich will alles sehen. Hure geil. Du hast gerade das Line-Up angesprochen. Hast du gewusst, dass du die erste Frau gewesen bist, die heute auf der Bühne gestanden ist? Es ist mir effektiv aufgefallen, ja. Und ich finde es schön, dass auch Frauen dürfen an diesem Festival teilnehmen dürfen. Und ich glaube, es gibt noch mal eine Band auf der B-Stage, wo auch eine Frau am Mic ist. Auf das freue ich mich auch. Was denkst du, was müsste gehen, damit vielleicht in Zukunft noch mehr Frauen auf der Bühne stehen? Offenheit. Offenheit generell bei Veranstaltern. Ich glaube nicht, dass es jetzt wirklich mit dem zu tun hat. Das Musikbusiness ist halt extrem männerlastig. Aber die Frauen müssen sich auch etwas trauen. Und eben die Leute, die buchen und die Band suchen, offen sein. Weil wir Frauen haben auch etwas auf dem Kasten.